Und damit kommen wir sozusagen aus dem technisch-historischen ins Emotionale, denn das spielt natürlich auch eine große Rolle, wenn man auch als Handwerker vielleicht nachher das Verlangen verspürt, sich fortzubilden oder als Architektin und Architektin die Denkmalpflege für sich entdeckt, dann macht man das ja meistens nicht erst, wenn man schon in der Ausbildung oder im Studium ist, sondern dann sind die Grundlagen dafür eigentlich schon vorher gelegt. Das heißt, das Begeistern für Denkmale, das steht natürlich am Anfang jeder Berufslaufbahn, die was damit zu tun hat. Und das Erstaunliche ist ja, dass wir ja eine ganz natürliche Begeisterung von ganz, ganz vielen Menschen haben für Schlösser, Plätze, historische Altstädte, die man irgendwo auf der Welt im Urlaub sehen kann. Da laufen immer alle durch die Gegend und fotografieren ganz fleißig. Aber wenn dann am eigenen Haus etwas, das vielleicht ein Denkmal ist, etwas zu tun ist, dann empfindet man die Denkmalpflege dann vielleicht auch schneller schon mal als einschränkend. Das ist eine ganz merkwürdige Wahrnehmungsverschiebung eigentlich. Wie oft passiert Ihnen das, dass ja wahrscheinlich auch irgendwie Menschen, die touristisch unterwegs sind in der Welt oder im Erbdrostenhof hier mit staunenden Augen rumlaufen und dann aber bei ihren eigenen Gebäuden so ein bisschen kritisch werden, was die Aspekte der Denkmalpflege angeht? Naja, ich habe natürlich auch gelernt, dass es richtig ist, dafür aber auch bitteschön Verständnis zu haben. Also wenn wir jetzt wissen, dass 80% der Denkmäler mindestens in Nordrhein-Westfalen im Privateigentum sind und man da natürlich auch in deren privatpersönliche Rechte irgendwie eingreift und mehr oder minder in den Wohnzimmern und Schlafzimmern der Leute mit rumrennt, dann denke ich, gehört auch dazu, das erstens zu reflektieren und zweitens anzuerkennen, dass es ja auch irgendjemand leisten muss. Die eigentlichen Denkmalpfleger sind ja die Denkmaleigentümer. Und sie dabei jetzt irgendwie mitzunehmen, das ist ein Thema. Und ja, das, was Sie jetzt ansprechen, ist mir natürlich auch schon durch den Kopf gegangen. Mhm. Überall sind alle begeistert, wenn sie schön gegliederte Fenster vor sich haben, irgendwo in Südfrankreich oder so. Aber bei uns ist das dann vielleicht eher ein Problem. Naja, aber es ist halt einmal die Urlaubssituation und einmal das tägliche Praktische damit umgehen. Also, dass wir jetzt da Überzeugungsarbeit leisten müssen, das gehört dazu. Und ich finde das, ja, gehört dazu, Punkt, ja. Muss einfach auch sein, genau. Ja, so. Und es, man hat ja einfach auch die Erfahrung gemacht, wenn man sich Gebäude anschaut, bei denen Denkmale mit neuer Gestaltung verbunden worden sind, da ist oft auch eine Spannung drin, die ja zu richtig guten Ergebnissen führt. Aber das ist vielleicht auch ein Lernprozess, natürlich ein Fortbildungsprozess, der in der Gesellschaft noch stattfinden muss oder noch nicht zum Ende gekommen ist, kann man sagen. Also gucken wir uns mal an, wie das eigentlich ist mit der Bildung in Sachen Denkmal und Baukultur. Heike Schwalm kennt sich auf dem Gebiet sehr, sehr gut aus, das weiß ich sogar ganz persönlich, dass sie sich da gut auskennt. Sie ist eine der Referentinnen für Vermittlung der LWL Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen und sie hat sich in den letzten Jahren viel mit den ganz unterschiedlichen Formen der Bildung befasst, baukultureller Bildung insgesamt, aber das Denkmal spielt da auch eine große Rolle. Unter anderem hat sie maßgeblich, und da kommt das Denkmal gleich ins Spiel, an der Entwicklung der Online-Plattform Denkmal Europa, Entdecke vor der Haustür deine Geschichte, mitgearbeitet. Auch für Erwachsene eine interessante Sache, sich das anzugucken. Das ist ein Projekt der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger. Und sie setzt sich für verschiedene Initiativen ein, baukulturelle Projekte an Schulen setzt sie um. Sie weiß also auch, was da funktioniert in den Schulen und wie man die Schülerinnen und Schüler kriegt für solche Themen. Heike Schwalm, wir hören Ihnen gerne zu. Hört man mich jetzt? Hallo, hallo? Ich hoffe, man hört mich. Ja. Gut. Ja, guten Morgen in die Runde. Ich bin sehr froh, dass ich den Aspekt sozusagen der frühen Begeisterung in die Tagung einbringen kann und vielleicht noch kurz vorausgeschickt. Mittlerweile habe ich meinen Arbeitgeber gewechselt und bin beim Kulturamt der Stadt Münster. Und auch da ist es eben sehr, sehr spannend, wie man viele von diesen Dingen, die wir beim Landschaftsverband entwickelt haben, in der Kommune sozusagen ins Leben übersetzen kann. Und mein Vortrag heute zielt eigentlich darauf, zu gucken, wie jeder Einzelne, also nicht nur Kulturvermittler, sondern jeder Einzelne, der begeistert ist für Denkmäler, dazu beitragen kann, für Kinder und Jugendliche sogenannte biografische Momente zu schaffen. Und in dieser tiefen Auseinandersetzung gerade mit dem Thema Denkmalvermittlung im Kontext von Denkmal Europa
haben wir eben verschiedene Erkenntnisse darüber gewonnen, wie das auf unterschiedlichen Ebenen funktionieren kann und dass eigentlich Denkmäler in dieser ganzen Diskussion um baukulturelle Bildung eigentlich das Fundament bilden, würde ich sagen. Und jetzt in dieser Viertelstunde würde ich einfach ganz kurz auf unterschiedliche Bildungswelten eingehen und dann später eigentlich nochmal auf so Fragestellungen, wie man im Alltag mit ganz kleinen Dingen auch schon dazu beitragen kann, Kindern und Jugendlichen an Denkmäler oder überhaupt an historische Komponenten vor der eigenen Haustür heranzuführen. Nächste Folie bitte. Dieses, ich weiß nicht, auf meinem Bildschirm sieht man es jetzt nicht ganz, aber ich habe eben einen Ausschnitt aus einer Rede von Frau Pfeiffer-Pönsken damals noch in ihrer Funktion als Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder rausgebracht, weil ich finde, das fasst es eigentlich am besten zusammen. Also die Aufgabe, die ich denke, dass wir Erwachsene haben, eigentlich Kindern und Jugendlichen sehr frühzeitig ein Trainingsprogramm an die Hand zu geben, Kultur lesen zu können, rezipieren zu können, aber eben auch ihre eigenen Fragen stellen zu können. Und das ist so ein bisschen der rote Faden, der sich durch jetzt diesen Vortrag, aber auch unsere Philosophie, die wir bei Denkmal Europa entwickelt haben, durchzieht. Nächste Folie bitte. Aus meiner Erfahrung bei Denkmal Europa, aber auch selber für den Verein Jugendarchitektur Stadt, für den ich eben verschiedene Aktionen an Schulen durchgeführt habe, und auch aus einer Erhebung, die wir sozusagen für die Bundesrepublik, also bundesrepublikweit gemacht haben, was es an Angeboten gibt, ist es heute immer noch ein Zufall, ob Kinder und Jugendliche wirklich aktiv mit Denkmälern vor der eigenen Haustür in Berührung kommen. Also aktiv insofern, dass sie auch wirklich reflektierend sich mit deren Geschichte auseinandersetzen. Also es ist immer noch wieder ein Plädoyer mit diesem Vortrag auch an allen Stellen dafür zu werben, ja, die Welt vor der eigenen Haustür wirklich als Lernort oder als Bildungsort zu begreifen. Nächste Folie bitte. Es gibt eine Publikation, die ich allen ans Herz lege. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so sehen kann, ist von der Wüstenrot-Stiftung. Und die hat eben auch unter anderem herausgearbeitet, wovon baukulturelle Bildung abhängt und wovon diese biografischen Momente abhängen. Und das ist in erster Linie sind es erstmal die familiären Bildungswelten. Nächste Folie bitte. Also es ist eben so, dass das einfach da nochmal beleuchtet worden ist, dass eben die Familie ganz wesentlich dazu beiträgt, ob man überhaupt mit Familiengeschichten und damit eben halt auch mit Architektur und besonderen Räumen, ob man in Berührung kommt, ob man im Urlaub andere Architekturen erfährt oder eben die zweite Bildungswelt, die Freizeit. Nächste Folie bitte. Ah, nee, noch, genau, Entschuldigung. In der Familie ist es halt so, dass das wird auch in verschiedenen Studien immer wieder untermauert, dass sich natürlich durch unseren Wandel, wie eben heute Familie gelebt wird und dass wir eben nicht nur an einem Ort sind, einfach diese Tradierung von Wissen zu Bauten oder zur Geschichte vor der eigenen Haustür sich sehr stark verändert hat. Und dass es eigentlich im Kontext jetzt von Denkmalpflege umso wichtiger ist, genau da nochmal wieder hinzugucken, um zu gucken, wer ist eigentlich Wissensträger und wie kann man eigentlich in diese Bildungsprozesse diese Erinnerungsarbeit ja, mit einbeziehen. Da ist natürlich ein wesentlicher Lernfaktor auch die Freizeitwelt, wenn man da nochmal die nächste Folie macht, bitte. Also auch die Freizeitwelt oder beziehungsweise mein Lebensort, da wo ich arbeite, ist auch sehr entscheidend dafür, inwieweit ich mit kulturellen Themen, kulturellen Fragestellungen in Berührung komme. Allein eben, ob ich mit Nachbarn über verschiedene Dinge ins Gespräch komme, ob ich eben in der Gemeindearbeit wirklich auch erfahre, warum meine Kirche zum Beispiel so aussieht, wie sie aussieht. Also sprich, dass ich auch wirklich mit Kulturgeschichten in Berührung komme, dass ich Handwerkstechniken ausprobiere. Auch das ist letzten Endes ein Stück weit dem Zufall überlassen. Nächste Folie bitte. Also aus unserer Sicht oder beim Team Denkmal Europa, aber auch von vielen, die sehr aktiv in der baukulturellen Bildung sind, ist das Plädoyer nach wie vor, dass einfach der Schlüssel in der Schule liegt. Also wenn man eben auch besonders auf die Grundschulen guckt, wo letzten Endes alle noch zusammen sind, ist das ein großes Fundament oder eine Möglichkeit, einfach diese Themen zu setzen. Und deswegen, nächste Folie bitte.
haben wir unter anderem mit Denkmal Europa eben auch aufgezeigt, anhand sehr vieler Praxisbeispiele, wie unterschiedlich skalierbar eigentlich die Möglichkeiten sind, Denkmalpflege und mit all seinen Themen, angefangen von kulturgeschichtlichen Themen bis hin einfach auch zu der Auseinandersetzung mit Materialien oder aber mit Konstruktionen auf sehr unterschiedlichen Ebenen in Berührung zu kommen, und dass es da unterschiedlichste Settings gibt, das an die Schule zu bringen. Und eigentlich findet sich sozusagen jedes Fach, kann sich in der Denkmalvermittlung wiederfinden. Nächste Folie bitte. Was uns aber einfach sehr, sehr wichtig ist und was wir versuchen wollen, halt immer wieder rauszustellen, dass es nicht darum geht, Kinder und Jugendliche zu belehren, sondern es darum gehen sollte, einen Handlungsrahmen zu finden, wie wir eben auf Augenhöhe begegnen können. Das heißt, wir haben gute Erfahrungen gemacht, und da habe ich eben selber auch in Schulen, wenn es eben möglich ist, Kinder erstmal unbedarft an Themen heranzuführen, dass sie ihre eigenen Fragen entwickeln. Weil wenn sie mit diesen eigenen Fragen recherchieren, wenn sie mit eigenen Fragen ins Stadtmuseum gehen, dann wollen sie das auch wissen. Also es muss dann die Frage vor der Information kommen. Und wenn es eben gelingt, so viel Zeit für Projekte einzurechnen, dass es wirklich zu vertieften Auseinandersetzungen kommen kann und zu Präsentationen, sind das wirklich sehr nachhaltige Erlebnisse. Und da kann ich eben alle nur einladen, wirklich sich auf die Reise durch unsere Plattform Denkmal Europa zu begeben, weil da sehr viele Kinder und Jugendliche sozusagen auch gehört werden und ihre Stimme geben und einfach von ihren Erlebnissen in diesen Projekten berichten. Und vielleicht nur an dieser Stelle, wenn man heute Denkmalpfleger oder auch Architekten befragt, sind es sehr, sehr oft Erfahrungen in der Schule oder eben auch überhaupt aus der Kindheit, die den Impuls dazu gebracht haben, sich damit auseinanderzusetzen. Nächste Folie bitte. So, und jetzt einfach nochmal die Klammer dazu, was ich eingangs gesagt habe. Wie kann man es eigentlich schaffen, in unserem sehr oft vollen Arbeitsalltag biografische Momente für Kinder und Jugendliche zu schaffen? Nächste Folie bitte. Also die Vision, hier nochmal ein Bild von Denkmal Europa, wo wir nochmal geguckt haben, wo es praktisch Projekte in Europa gibt. Nächste Folie bitte. Also die Vision ist eben, dass es eine sogenannte Mikrostrategie geben sollte und eine Makrostrategie. Und die Mikrostrategie setzt eigentlich darauf, wirklich mit sehr einfachen Dingen zum Botschafter für Denkmalvermittlung zu werden, solange man jetzt eben nicht selber Lehrer ist. Nächste Folie bitte. Und dazu haben wir eben auf unserer Plattform Denkmal Europa, die jetzt nochmal ein ganz eigener Vortrag wert wäre, deswegen mache ich die an dieser Stelle sozusagen, skizziere ich die nur kurz. Auf unserer Seite selber haben wir, nächste Folie bitte, ein Tutorial angewendet, wo wir eben innerhalb von 5 Minuten erklären, wie man zum Denkmal Europa-Botschafter wird. Das heißt, wir möchten alle animieren, die Seite zum einen zu besuchen und damit eben in unterschiedlichsten Arbeitskontexten dafür zu werben. Also es kommt halt immer wieder vor, dass sozusagen die informelle Werbung für diese Seiten wirklich sehr hilft, die dann auch wirklich gezielt auch zu Kulturvermittlern zu bringen. Gleichzeitig kann ich eben auch sagen, dass wir jetzt eben eine buchbare Fortbildung auch auf die Seite eingestellt haben, die eben für alle, die in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind, in der Gemeindearbeit tätig sind, an Schulen tätig sind, bei Heimatvereinen tätig sind, dazu befähigt, ganz unterschiedliche Formate umzusetzen und die auch immer darauf setzen, je nach Zeit, sozusagen nicht nur diese Erfahrung mit dem Denkmal, also nicht nur das Wahrnehmen in den Fokus zu setzen, sondern wir setzen eigentlich auch immer darauf, dass im besten Fall eine gute Recherche zu den Objekten selber vorliegt und dass einfach Begegnung zu Experten ganz unterschiedlicher Couleur eingearbeitet wird. Aber auch diese Philosophie finden Sie auf unserer Seite. Nächste Folie bitte. Was einfach auch tolle Möglichkeiten sind, die einfach organisatorisch relativ leicht zu handeln sind. Also wir plädieren einfach dafür, eben etablierte Formate, wo andere sozusagen organisatorische Arbeit machen, denkmalpflegerische Themen einzubringen. Dazu wird meine Kollegin aus Niedersachsen, Frau Ohlbetter, auch am Nachmittag nochmal was sagen zu dem Thema Girls and Boys Day.
Das ist in der Vorbereitung einfach nicht sehr viel Arbeit, aber man kann sehr viel damit erzielen. Oder auch beim Tag des offenen Denkmals oder Tag der Architektur sind Formate für Kinder und Jugendliche noch eine große Nische. Also alle rein in die Nische und besetzen Sie das. Nächstes Thema, nächste Folie bitte. Womit man eben auch sehr viel helfen kann, ist eben, wenn die Zeit dazu da ist, Praktikumsplätze zur Verfügung zu stellen oder sich einfach auch als Interviewpartner zur Verfügung zu stellen oder eben auch Materialien aus den eigenen Archiven zur Verfügung zu stellen. Hier unter anderem haben wir einen Ausschnitt aus einem Stadtplan. Da habe ich selber eben auch mit verschiedenen Klassen schon zugearbeitet. Das sind eben einfach immer gute Grundlagen, sich überhaupt mit Stadthistorie nochmal spielerisch auseinanderzusetzen und darauf wieder eigene Fragen zu entwickeln. Nächste Folie bitte. Und das, was ich eingangs gesagt habe, ich glaube, es ist einfach auch eine große Rolle spielt, immer wieder auf die Rechercheorte in der Stadt aufmerksam zu machen. Also zu gucken, wie kann man über diese Projekte die Einladung oder Brücken schlagen, das Landesmuseum, das Stadtmuseum zu besuchen, Archive zu besuchen oder andere Quellen zu lesen und damit eben auch das Denkmal als Quelle kennenzulernen. Und was halt auch immer wirklich tolle Aktionen sind, ist eben einfach auch Pflegeaktionen zu initiieren, weil man auch damit eben Kinder in eine aktive Rolle bringt und in eine Selbstwirksamkeit, die eben auch durchaus die Pflege eines Denkmals mit unterstützen kann. Nächste Folie bitte. So, und jetzt gerade in Corona-Zeiten, wir haben eben hier auch intensiv zusammengearbeitet mit der Agentur Tinkerbrain, die eben auch verschiedene Werkzeuge entwickelt haben, um digitale Reisen zu machen. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, sich mit diesen Angeboten auseinanderzusetzen, weil die eben auf eine sehr intuitive und inklusive Art und Weise es ermöglichen, dass Kinder und Jugendliche sich mit ihrer Geschichte vor Ort auseinandersetzen. Nächste Folie bitte. Naja, und ganz zum Schluss die sogenannte Makrostrategie. Ich glaube, es ist halt wichtig, je nachdem, wo man arbeitet oder wie man sich eben vernetzt, zu gucken, wie man im kommunalen und im lokalen lokale baukulturelle Bildungsnetzwerke aufbaut. Weil es gibt oftmals sehr viele parallele Dinge und auch da ist es, glaube ich, wichtig, miteinander zu gucken, was gibt es in der Stadt und wo kann man sich zusammentun und wie kann man vielleicht Projektbausteine aufbauen, die einfach auch über einen längeren Zeitraum tradiert werden und die dann ein Stück weit Teil der Stadtkultur werden können. Ja, und wer mehr wissen möchte, kann uns gerne heute Nachmittag in dem Netzwerkstand, dem digitalen, besuchen. Und auch ansonsten darüber hinaus bin ich immer kontaktierbar und kann einfach auch noch über Denkmal Europa oder andere Ansätze berichten. Ja, vielen Tschüss. Dank, Frau Schwalm. Auch nochmal für den Hinweis auf die Netzwerke heute Nachmittag. Denn es gab jetzt auch schon nochmal detaillierte Nachfragen zu bestimmten Publikationen, die Sie erwähnt hatten und bestimmten Projekten. Da ist ganz gut, wenn man das heute Nachmittag nochmal im Detail klären kann. Dazu ist dann die Gelegenheit. Ich glaube ab 13 Uhr, 13.30 Uhr. Ich gucke aber gleich nochmal in den Plan, dann weiß ich das ganz genau, um wie viel Uhr das beginnt. Wir bleiben im Bereich kulturelle Bildung und kommen jetzt zum etwas handwerklicheren Bereich. Bernhard Anzalone ist Tischler und Sozialpädagoge, war Ausbilder in der Jugendberufshilfe und leitet heute die Jugendbauhütte Westfalen in Soest. Da sind schon 5000 Jugendliche gewesen und haben ihr freiwilliges soziales Jahr in Deutschland an einer Jugendbauhütte verbracht. Und die waren viele davon so begeistert, dass sie anschließend dann auch ein traditionelles Handwerk gelernt haben. Das ist so ein bisschen der Effekt, den man vielleicht gerade schon bei Herrn Zurheide gesehen hat, dass wenn man eigentlich sieht, wie sowas gemacht wird, man ganz gerne mitmachen will. Aber die Möglichkeiten dazu, die bestehen eben in heutigen Handwerken nicht unbedingt. Wenn da irgendjemand kommt und im Haushalt irgendwas repariert, dann bringt man das oft ja gar nicht mehr unbedingt mit Handwerk in Verbindung. Es ist also ein guter Grund, von Bernhard Anzalone zu lernen, wie das Begeistern in den Jugendbauhütten funktioniert. Und dazu hätten wir jetzt gerne Informationen von Ihnen, Herr Anzalone. Hallo, grüße Sie, wir hören Ihnen zu. Hallo, ja, schön. Hört man mich? Ja, wunderbar.
Prima. Ich möchte erstmal die 5000 korrigieren oder ein bisschen richtigstellen. Die waren nicht alle in der Jugendbeihilfe Westfalen. Das hätte. Nein, bundesweit. Bundesweit, genau. Das sollten wir einmal kurz richtigstellen. Genau, da ist schon die erste Folie. Ich möchte das Projekt Jugendbauhütten anhand der Jugendbauhütte Westfalen vorstellen. Die Jugendbauhütten sind ein Projekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Trägerschaft der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste. Und die Jugendbauhütte Westfalen wird gefördert vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe, vom Heimatministerium NRW und vom Bildungsministerium des Bundes. Dann können wir einmal eine Folie weitergehen. Gegründet wurde das Projekt Jugendbauhütten 1999 und deutschlandweit gibt es 16 Jugendbauhütten. Zwei davon sind in NRW und wie man anhand der Karte sieht, ist es mittlerweile deutschlandweit verstreut. Die letzte Jugendbauhütte hinzugekommen ist in Baden-Württemberg, sodass der Südwesten dann auch mit der Möglichkeit eines freiwillig-sozialen Jahres in der Denkmalpflege bestückt ist. Ich versuche das jetzt mal ganz stark runterzubrechen, was eine Jugendbauhütte ist. Und das wird dann gleich an der nächsten Folie etwas deutlicher. Aber wir bleiben vielleicht noch kurz bei dieser Folie. Und zwar ist eine Jugendbauhütte erstmal einfach nur ein Büro, von dem aus zwei elementare Dinge passieren. Zum einen ist das die Begleitung und das Matching, also die Vermittlung von jungen Menschen in eine Einsatzstelle im Bereich Denkmalpflege. Und das andere sind die Durchführung von den 6 Bildungsseminaren. Vorgeschrieben im Jugendbildungsgesetz sind 5, also 25 Tage für ein freiwilliges Jahr. Da der Deutschen Stiftung Denkmalschutz die Seminare sehr wichtig sind und die uns da besonders fördern, haben wir die Möglichkeit, 6 solcher Seminare durchzuführen. Und dann kommen wir jetzt mal zu dem ersten Kernbereich und da dann auch mal eine Folie weiter, bitte. So, ich habe das jetzt mal anhand der Jugendbauhütte Westfalen so ein bisschen aufgeschlüsselt und das auf eine Karte von Westfalen übertragen, damit man so die bunte Bandbreite sieht. Und zwar, was gibt es alles an Einsatzstellen, an Möglichkeiten, um ein freiwillig soziales Jahr in der Denkmalpflege zu machen? Da gibt es zum einen dann einmal gelb eingezeichnet unser Sitz in Soest und dann unser Projekt, das ist grün eingezeichnet, Schloss Senden. Da komme ich zum Ende des Vortrags kurz. Und wenn man dann so die weißen Felder sieht, dann sieht man so die bunte Vielfalt, was es alles im Bereich Denkmal gibt. Also es ist von der Restaurierung, den verschiedensten Gewerken, die auch Herr Zurheide erwähnt hat, bis zu Architekturbüros, unteren Denkmalbehörden, Archäologien und so weiter, Glasmalereien oder auch dann eben das Freilichtmuseum in Detmold und das Römermuseum in Haltern am See oder das Historische Museum Bielefeld. Ja, was dort im Einzelnen passiert, und da gehen wir vielleicht mal eine Folie weiter. Da habe ich einmal Fotos und dann zum zweiten, das ist dann dieser blaue Balken da in der Mitte, da habe ich einen kleinen Videobeitrag, sodass Sie dann auch sehen können, was die Jugendlichen so in dem einen Jahr dann machen. Und nee, jetzt müssen wir nochmal zurückgehen. Und nochmal eine zurück. Genau, ich hoffe, dass das gleich mit dem Film klappt. Ich fange jetzt erstmal oben bei den Bildern an und sage kurz dazu, wo der Ort ist. Das oben links ist das Historische Museum Bielefeld, dann
nicht schwer zu erkennen, das Römermuseum Haltern, wo der Aaron, der dort rechts steht, dann auch eine Ausbildung zum Legionär gemacht hat. Und dann rechts ist es dann das Titelbild auch für diese Tagung. Das ist im Freilichtmuseum in Detmold. Und unten sind dann zwei Bilder aus unteren Denkmalbehörden mit typischen Tätigkeiten, wo man eben dann am Computer sitzt oder dann Pläne raussucht. Und dazu, bevor wir den Video starten, so eine kleine Ergänzung zu dem Beitrag von Dr. Karnau zum Verbleib von Freiwilligen, den ich da einfach mal einbauen möchte. Herr Karnau, Sie hatten die Hanna Hubertus genannt. Die hat ihr FSJ in der Jugendbauhütte, damals hieß sie noch Soest, gemacht und hat dann eben Denkmalpflege studiert. Und den jungen Mann, den wir da unten rechts sehen, der sitzt jetzt auch im Landesamt für Denkmalpflege. Und dann können wir jetzt vielleicht mal auf das erste Video gehen. Wir sind jetzt hier auf der Stadtkirche in Unna. Hier mit dem Blick aufs Rathaus rüber zum Haarstrand nach Soest und befinden uns auf dem Turm und können dort die Sophie und den Herrn Helberuge begrüßen. Hallo. Hallo. Ja, ich bin Sophie Kramer. Ich mache mein FSJ in der Restaurierungswerkstatt Christoph Hellbrügge in Ascheberg. Und ja, heute arbeiten wir auf der Stadtkirche in Unna und wir sind hier am Gesims. Hier sind lose Schalen und die tragen wir ab mit Hammer und Meißel. Hier muss man ein bisschen hören. Hier hört man, da ist noch eine lose Stelle und die tragen wir dann einfach ab. Ja, danke schön. Das ist ein Beitrag. Wenn wir jetzt eine Folie weitergehen, dann sehen wir Aufnahmen aus Archäologien. Wie unschwer zu erkennen ist, sieht man das unten links, dass die Stadtarchäologie in Soest ist. Nee, da müssen wir jetzt eine Folie zurück. In der Mitte, das ist die Außenstelle in Olpe und rechts ist auch Olpe. Aber wir haben Archäologie oder Möglichkeiten, ein FSJ in der Archäologie zu machen in Bielefeld, in Paderborn und Soest bei den Stadtarchäologien, dann bei dem Referat Mittelalter- und Neuzeitarchäologie mit Sitz in Münster und dann eben noch in der Außenstelle Olpe. Und wie der Alltag von Freiwilligen in der Archäologie aussieht, das können wir sehen, wenn Sie jetzt einmal bitte auf das zweite Video klicken. Hallo, ich bin der Peter Oellerich. Ich mache mein freiwilliges soziales Jahr bei der LBL Archäologie für Westfalen. Und wie man sieht, stehen wir hier gerade mitten in Meschede bei einer archäologischen Baubegleitung. Und wir haben hier das Eckfundament des ehemaligen Rathauses erfasst. Und bei solchen Fundamenten ist es immer wichtig, das genau zu dokumentieren. Wir haben das jetzt schon fotografiert und aufgemessen und ich bin gerade dabei, das zu zeichnen. Und das sind alles wichtige Schritte bei dieser Dokumentation. Ja, damit der Bereich Archäologie, was dort passiert. Und dann gehen wir mal eine Folie weiter in den Bereich Restaurierung. Und ja, da ist es auch ganz schön. Da kann ich dann auch was zu den Freiwilligen immer erzählen, die da waren. Also die, nee, müssen wir jetzt nochmal zurückgehen. Ich fange mal links an, die gute Claudia, die da sitzt. Die war sich anfänglich überhaupt nicht sicher, wie das mit dem FSJ und wo sie hin sollte und hat sich da verschiedenste Sachen angeguckt, ist dann letztendlich bei einem Steinbildhauer hängen geblieben. Wegen ihrer Höhenangst wurde das Bewerbungsgespräch auf dem Gerüst vom Paderborner Dom durchgeführt. Da das geklappt hat, hat sie nicht nur anschließend das freiwillig-soziale Jahr bei dem Michael Divo gemacht, sondern anschließend auch die Ausbildung und ist nach der oder bei der Gesellenprüfung auch Landesbeste geworden.
Dann das zweite Foto, das ist Anna. Anna hat schon vor langer Zeit ihr FSJ gemacht und hat anschließend Restaurierung studiert. Einmal im Bereich Skulptur und Oberfläche und dann Metallbearbeitung, beides mal mit Masterabschluss und fängt jetzt im Juni in Duisburg eine Stelle an. Und rechts das Bild oben, das ist Pia. Pia hat eine Ausbildung als Malerin vor dem FSJ gemacht und hat dann gesagt, sie möchte aber was im Bereich Kirchenmalerei, Restaurierung machen, traut sich aber noch nicht direkt als Gesellin, als Junggesellin anzufangen und hat dann einen FSJ in einer Restaurierungswerkstatt gemacht und ist anschließend als Gesellin übernommen worden und studiert jetzt Architektur. Und was dann dort Freiwillige in dem Jahr auch noch in der Restaurierung machen können, das können wir dann sehen anhand des nächsten Filmbeitrags. Das ist in der Trinitatiskirche in Köln, wo dann die Freiwillige, die Daphne, ein FSJ in einer Glasmalerei macht. Und das fertige Produkt, was sie uns da gleich zeigt, das kann man heute auch noch auf der Internetseite von der Trinitatiskirche begutachten. Dann bitte ich jetzt einmal, das Video abzuspielen. Yes. Ist gut. Okay, also da nochmal auch rückblickend auf den Beitrag von Herrn Zorheide, diese handwerklichen Fähigkeiten, also ich, wie eingangs ja auch schon erwähnt wurde, ich habe im ersten Beruf Tischler gelernt, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe Spanplatte gelernt und das, was Massivholzbau betrifft, das habe ich anschließend während meines Studiums gelernt, weil das habe ich finanziert dadurch, dass ich bei einem Restaurator gejobbt habe. Damit kommen wir jetzt mal zu dem zweiten, zu der zweiten Säule, die die Jugendbauhütten an ihrer Arbeit machen. Und da möchte ich einmal bitten, eine Folie weiterzugehen. Das sind die Seminare. Wie ja eben schon gesagt, sind nicht alle Freiwilligen im Handwerk, sondern die sind breit verstreut in allen möglichen Bereichen. Und deswegen gibt es Seminare, sodass man dann auch sowohl Praxis als auch theoretische Inhalte vermitteln kann. Und bei den 6 Bildungsseminaren, die es insgesamt gibt, zieht man Einführungs- und Abschlussseminar ab, bleiben 4 Fachseminare. 2 von diesen Fachseminaren haben die Freiwilligen die Möglichkeit, an einem Material zu arbeiten und an 2 arbeiten wir am Projekt. Leider muss man sagen, in diesem Jahr ist es so, dass die Freiwilligen dieses Jahrgangs da sehr, sehr böse von Corona getroffen sind und wir bislang fast ausschließlich digital gearbeitet haben und wir hoffen und beten, dass wir dann Anfang Juli nochmal
wenigstens eine Woche an unser Projekt Schloss Senn gehen können, wo ich dann auch gleich mal zeige, was dort passiert. Aber erstmal zur nächsten Folie, was mit den beiden Fachseminaren passiert, wo die Freiwilligen etwas für sich produzieren oder einfach auch Werkstoffe kennenlernen können. Das ist einmal dann zum Thema Holz, also kennengelernt werden die beiden Werkstoffe Holz und Stein bei uns in der Jugendbauhütte. Das ist in jeder Jugendbauhütte etwas anders. Das ist so abhängig von regionalen Bedingungen und auch von den Schwerpunkten, die die Jugendbauhüttenleitung setzt. Und ich als Tischler habe da natürlich eine Affinität zum Thema Holz. Und das, was wir da machen, das sind DIN A4-Ordner, die als Intarsienarbeit dann produziert werden. Und das, was man da kennenlernen kann, ist ganz platt gesagt den Unterschied zwischen der langweiligen, aber gut zu bearbeitenden Buche und der schwer und garstigen Eiche oder den anderen Hölzern, selbst wenn die nur Millimeter oder nicht mal Millimeter stark sind, dann haben die doch ihre Widerspenstigkeit. Aber die Produkte, die es dann gibt, die sieht man anschließend auf der Kreissäge stehen und die sind dann doch ganz ansehnlich. Das zweite Seminar, da gehen wir dann einmal eine Folie weiter. Da arbeite ich mit einem Freund und Kollegen zusammen. Das ist der Michael Düchting. Michael ist Steinbildhauer und Künstler hier in Soest. Nee, da müssen wir nochmal zurückgehen, erst zu den Steinen, noch nicht zum Schloss. Und ja, ich sage immer so ganz platt, solange die Arme das mitmachen, entsteht dann dort aus einem rohen Stein, der erstmal nichts aussagt, dann in Verbindung mit dem Material entweder eine Blume, eine Schrifttafel, einen Kopf, einen Gecko oder etwas, was nur der oder die Freiwillige dann selber sehen und interpretieren können. Neben diesen beiden praktischen Inhalten gibt es natürlich dann auch noch Themen wie Baustilkunde oder Grundlagen der Denkmalpflege, die wir dann machen, wobei das Inhalte sind, die wir klar schon im Unterrichtsraum auch vorbereiten, aber hauptsächlich dann in Münster oder in Soest vor Ort begehen können. Münster und Soest deswegen, weil wir im Soest die beiden Praxisseminare durchführen und bei den Projektseminaren, und da kommen wir jetzt die nächste Folie weiter, sind wir im Münsterland und da bietet es sich natürlich dann an, entweder das Schloss zu nehmen, Schloss Senden, was unser Projekt ist, um Baustilkunde erfahren zu können oder dann eben die Stadt Münster selber. Das Spannende am Schloss Senden ist meiner Meinung nach, mag sein, dass das eine persönliche Meinung ist, aber die vertrete ich sehr, sehr gerne, das ist nicht in einem Guss gebaut. Es ist nicht nur Barock oder nur Renaissance, sondern an dem Foto links sieht man das anhand der verschiedenen Dachformen, die es da gibt. Das ist 700 Jahre Baugeschichte. Und dementsprechend viel gibt es da auch zu entdecken und wahrzunehmen und zu erkunden. Und ja, das Schloss selber hat auch eine ganz, ganz spannende Geschichte, wurde 2015 dann von dem Verein Schloss Senden übernommen, die sich nach 20-jährigem Leerstand dann darum gekümmert haben. Vorher war es in einem sehr, sehr maroden Zustand, ist auch ein Förderprojekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und wird wirklich mit Herz und Seele restauriert und so restauriert, wie man sich auch Restaurierung vorstellen soll und nicht, dass dann dort, was eben auch dann von Herrn Zuheide gezeigt wurde, anhand der Bilder eben nicht einfach über oder neu gemacht, sondern im Bestand restauriert. Und das ist auch das Schöne, was dann die Freiwilligen lernen können. Die Freiwilligen sind auch dran beteiligt an der Arbeit oder an der Restaurierung des Schlosses. Und da sehen wir einmal auf der nächsten Folie. Dann, da gibt es natürlich ganz viele Arbeiten, wo viele Hände erforderlich sind.
sei es, dass entrümpelt werden muss oder dass dann Akten sortiert werden müssen oder dass man den Wildwuchs, der in der Gräfte dann entstanden ist, bei dem Niedrigwasser dann endlich aus dem Mauerwerk rauskratzen konnte oder dass man den Garten aufräumen konnte oder dann das Treppenhaus streichen und tapezieren konnte. Aber, und da kommen wir dann zu der nächsten Folie, es gibt ein ganz, ganz spannendes Kleinod auf Schloss Senden. Das ist jetzt ein bisschen dickrot eingezeichnet dort mit dem Pfeil. Da passen die Proportionen nicht. Also es ist etwas, was zum Schloss Senden gehört. Schloss Senden ist ja das, was in der inneren Gräfte dort ist, wo auch dann das Schloss eingezeichnet ist. Und außerhalb des Schlosses, aber zum Schloss gehörig, ist so ein kleines Gartenhaus. Von der Größe her ist es so, dass dort zuletzt 4 Pferde Boxen drin waren, also schon sehr klein. Und wenn man sich die Fotos anguckt, dann ja, wird es höchste Zeit, dass sich jemand mal diesem kleinen Gemäuer annimmt, bevor es denn dann ganz auseinanderfällt. Und da können wir mal eine Folie weitergehen. Das mache ich zusammen mit meinem Kollegen Christian Kieso, der auch Tischler und Architekt ist bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und uns während der Seminare unterstützt. Und das, was wir dort machen, ist, dass wir unabhängig von irgendwelchen anderen Zeitfaktoren, die natürlich dann an so einer größeren Baustelle wie Schloss Senn gegeben sind, uns die Zeit hier an diesem Theorie-Praxis-Objekt nehmen können, die wir brauchen, um dann auch Vermittlung und Lerninhalte preisgeben zu können. Ja, und das danke. Sind dann danke, Herr Anzalone. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Das ist aber okay. Super spannend, wie Sie ich mit bin den auch fast durch. Vielleicht zeigen wir einmal noch mal kurz die nächste Folie. Also es ist Aufmaß und dann eben Zeichnung passiert. Und das Häuschen werden wir in Zusammenarbeit mit dem Landesdenkmalamt und dann auch mit der mit dem Verein Schloss Senden dann restaurieren. Okay. Dankeschön. Ich wollte gleich mal nachfragen, weil ich die Jugendlichen jetzt da gerade auch gesehen habe und auch in dem Film waren sie ja zu sehen. Was passiert mit denen, wenn die bei der Jugendbauhütte jetzt bei Ihnen in Soest sind? Also wenn Sie mal so prototypisch beschreiben sollen, die kommen an, die gehen weg. Was passiert da zwischendrin bei denen im das Kopf? Das ist der Inhalt von heute Nachmittag. Danke für die Anmoderierung. Nee, sagen Sie mal, nein, irgendwie also, verändern die sich? Ja, also völlig klar ist, also ich werde heute Nachmittag mal auf das Thema draufgehen, woher kommen die Freiwilligen und wo gehen sie hin? Ja, also zum Thema Ausbildung, Qualifizierung, Begeisterung. Ja, aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, jemand, der ein Jahr in der Jugendbauhütte gewesen ist, der nimmt einmal einen sehr tiefen Einblick in ein Segment der Denkmalpflege mit, weil er dort ein Jahr in einer Einsatzstelle war. Der nimmt über die Seminare mit, dass er 2 Werkstoffe bearbeitet hat, Holz und Stein. Bei uns und an einem Projekt gearbeitet hat und weiß, welche Schwierigkeiten es gibt, so ein altes Gemäuer dann auch vor dem Verfall zu retten. Dann theoretisch kann er in Zukunft eine romanische von einer gotischen Kirche unterscheiden und entwickelt dadurch, dass wir dann ja nicht nur eben die Baustile haben, sondern auch die Notwendigkeit der Denkmalpflege mit den Problemen erörtern, entwickelt einen ganz anderen Blickwinkel oder einen ganz anderen Blickpunkt, wenn er durch eine Stadt geht. Vielen Dank, Herr Anzalone. Dann bitte ich die Frau Schwalm doch auch wieder dazu zu holen, damit wir uns noch ein bisschen austauschen können über die kulturelle Bildung, die baukulturelle und denkmalpflegerische Bildung. Herr Mertens, es gibt ja viel, das merken wir hier schon. Aber vielleicht ist das Problem, dass es eher ein bisschen Zufall ist, ob man damit in Kontakt kommt oder nicht. Also es gibt herausragende Projekte, aber die Breite erreicht man noch nicht unbedingt so, ne?
Also das ist ja wiederum einer der Hintergründe, warum wir die Veranstaltung hier machen, dass wir irgendwie informieren. Wir versuchen, Informationen zusammenzutragen, dass man überhaupt mal einen Eindruck davon gewinnt, was gibt es denn so, um zumindest vielleicht diejenigen, die schon im System Denkmalpflege drin sind, also denen etwas an die Hand zu geben, dass sie wiederum Hinweise geben könnten auch an andere. Also ich habe eigentlich vorgehabt, erst später mal zu zeigen, dieses Baukultur braucht Bildung, dieses Handbuch der Bundesstiftung Baukultur. Vieles von dem, was jetzt da zusammengeführt worden ist, sehr stark systematisiert, sehr grundlegend, wo es genau um die Frage geht, wie kann man denn jetzt in Sachen Baukultur bilden, gerade jetzt Kinder und Jugendliche, passt eigentlich auch zum Thema Denkmalpflege ganz gut dazu, weil aus der Sicht der Bundesstiftung Baukultur Denkmalpflege auch selbstverständlich Teil von Baukultur ist, was ich übrigens auch so sehe. Und ich glaube, da kann man sich dann schon ganz gut orientieren, weil da drin auch hingewiesen wird auf Netzwerke, die bestehen. Und zu denen gehören dann wieder Karten. Und wenn man auf diese Karte geht, dann kommt man zum Beispiel auf das Projekt Denkmal Europa. Das findet sich dann in Münster. Und so, also das ist dann schon ganz schön. Also es gibt so Ansätze von Netzwerken und Informationszusammentragen, vielleicht in einem Bereich, an dem man nicht zuerst denkt. Aber wie gesagt, die Baukulturler sind auf unserer Seite. Ja. Frau Schwein, wie kommen Sie an Ihre Schulen, die mit Ihnen zusammenarbeiten? Wie viel Mühe haben Sie da, die zu erreichen? Oder kommen die einfach zu Ihnen, weil die sind alle informiert? Wie passt das in den Schulalltag? Auch der ist ja auch immer dichter. Ja, also hier in Münster haben wir kooperiert mit dem Bund Deutscher Architekten und die haben dankenswerterweise für uns, für Jugendarchitektur Stadt, vorgesprochen bei den Dezernenten und den Schulleitern der Stadt. Und meine Erfahrung ist, dass es eigentlich super viele Anknüpfungspunkte gibt, in der Schule anzudocken und auch viele Lehrer wirklich dankbar das Angebot angenommen haben. Und und das ist so ein bisschen auch die Krux, auch zu dem Thema, was Herr Mertens gerade in der Broschüre aufgezeigt hat. Das ist so mein zweites Plädoyer. Um das gut zu machen, braucht man natürlich wirklich sehr viel ehrenamtliche Zeit, um einfach auch passgenau Projekte zum Beispiel in den Literaturkurs reinzubringen oder in den Kunstkurs, damit man nicht immer komplett rausbricht. Und auch an der Stelle muss man einfach sagen, wäre mein Wunsch, mein Plädoyer auch immer dafür zu werben, dass es um eine Professionalisierung von baukultureller Bildung geht und dass es nicht nur durchs Ehrenamt getragen werden kann. Aber sozusagen diese Testphasen zeigen, dass gerade in so ein bisschen dieser Umstrukturierung auch von den Gymnasien heute mehr zur Projektorientierung eine gute Zeit ist, sich wirklich einzubringen. Und ich glaube, hoffentlich, wenn Corona etwas vorbei ist, dann werden alle auch die Lernräume draußen nochmal ganz anders für sich entdecken. Und ich glaube, dass sich da einfach auch in Schule viel, viel verändert. Aber es braucht eben ein Plädoyer auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ne? Also das wir das einfach nutzen, um wirklich neue Formen des Lernens auch zu nutzen an der Stelle. Meine Damen und Herren, wir bewegen uns so langsam in Richtung Fazit dieses Vormittages. Wenn Sie noch Anregungen haben, nicht nur was die Bildung betrifft, auch was die Qualifizierung und die Ausbildung betrifft, dann schreiben Sie uns ruhig. Wir nehmen das mit auf in die Diskussion und werden darüber auch noch sprechen und die Anregungen aufnehmen. Es gibt aber natürlich, darauf weise ich jetzt noch mal hin, gleich auch noch mal die Möglichkeit, mit den Referentinnen und Referenten des Tages, aber auch noch mit anderen in dem Netzwerkteil am Nachmittag zu sprechen und Kontakte zu pflegen. Man müsste ans Kultusministerium herangehen, um solche Sachen auch zu verstetigen, um das in die Lehrpläne zu bekommen. Nun laufen da wahrscheinlich alle Leute ständig gegen die Türen und sagen, ja, das brauchen wir auch noch. Wir haben jetzt schon eine Diskussion gerade gehabt, dass man seine Steuererklärung nicht machen kann, wenn man Abitur gemacht hat. Also auch das soll man machen können. Man soll Verträge unterschreiben können, das alles verstehen. Also das praktische Leben ist da, aber natürlich auch das kulturelle und das baukulturelle Leben. Haben Sie da schon mal Kontakt aufgenommen? Haben Sie irgendwelche Aussagen dazu, was für Chancen es zur Realisierung gibt in den Schulen? Also zunächst mal würde ich sagen, dass diese Forderung, dass man mit den Themen an die Schulen gehen muss und auch an die entsprechenden zuständigen Ministerien,
damit wiederholt man eigentlich genau das, was in den Appellen drin stand. Auf der einen Seite des Deutschen Nationalkomitees, das jetzt ja für Denkmalschutz und Denkmalpflege, sagen wir mal, in der Fläche der Bundesrepublik zuständig ist. Aber interessanterweise taucht das ja auch in dem Papier auf, in dem Appell auf, der jetzt eben von auf der einen Seite vom Zentralverband des Deutschen Handwerks kommt und von dem Verband der Restauratoren. Also die Berufsverbände sind jetzt hier schon tätig. Und ich denke, das ist dieses berühmte dicke Brett, wo man lange bohren muss, wenn denn nur genug Hinweise aus verschiedenen Richtungen kommen. Und da müssen, glaube ich, auch die Verbände dann, die Berufsverbände müssen da tätig werden. Dann wird sich da was bewegen, weil auch da bin ich wieder bei dem Handbuch. Da sind ja eine ganze Menge Beispiele präsentiert dafür, dass das in anderen Ländern Europas ja schon selbstverständlich so ist. Jetzt nicht vielleicht speziell für das Thema Denkmalpflege, aber sehr wohl für das Thema Baukultur. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich genau wüsste, wie der Hebel funktionieren muss, um das genau zu erreichen. Aber so wie ich an anderer Stelle jetzt eben schon mal gesagt habe, dass das Ganze eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, ist wahrscheinlich auch das Stoßen und Anstoßen und Bohren eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und es stand auch eine Frage jetzt aus dem Publikum kam, wie kann ich denn jetzt zum Beispiel auch in Sachen Denkmalschutz und Denkmalpflege, also was das Denkmalschutzgesetz betrifft, Wirkung entfalten? Ich würde auch sagen, am besten auch über Verbände. Das ist so eine Geschichte, die dann doch immer wieder mehr Durchschlagskraft hat, als jetzt, wenn jetzt so Einzelkämpfer irgendetwas versuchen. Ja, vielleicht damit erstmal Punkt. Aber zwei interessante Stellen haben wir ja hier, wo man an jüngere Leute kommen kann. Das eine ist, Frau Schwalm hat gesagt, am besten schon in der Grundschule, weil da ist nicht schon sortiert nach Hauptschule, Realschule, Mittelschule, Gymnasium, was es sonst noch alles gibt mittlerweile. Herr Anzalone, und das andere ist das freiwillige soziale Jahr. Die Jugendlichen, die da zu Ihnen kommen, suchen die auch ein bisschen Orientierung, was den späteren Beruf angeht, und entscheiden sich deswegen jetzt gerade, das freiwillige soziale Jahr in der Jugendbauhütte zu machen? Also ist da sozusagen ein gewisses Potenzial da, was Sie dann dazu bringen, die Begeisterung auch tatsächlich in sich zu entdecken? Beides. Also es gibt Interessenten, die sich hier ganz konkret bei uns melden und sagen, ich möchte Restaurierung studieren oder Architektur und ich möchte in die und die Richtung gehen und deswegen will ich einen FSJ in der Denkmalpflege machen. Aber es gibt auch welche, die sich halt noch nicht sicher sind und durch also ein Sprachrohr ist die Monumente, die Zeitschrift der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Also in Gesprächen dann mit den Älteren, mit den Eltern oder Großeltern oder eben auch durchs Surfen im Internet dann mitbekommen, da gibt es sowas wie die Jugendbauhütte, und die sich einfach informieren und dann ja überprüfen wollen, ob das was sein kann oder nicht. Vielen Dank. Wir wollen mal versuchen, den Tag so ein bisschen zusammenzufassen, obwohl das eher so vielfältig war, dass das wahrscheinlich ein bisschen schwierig ist. Also was aber ja natürlich, Sie haben es auch gerade schon gesagt, ein wichtiger Aspekt des Tages ist, dass man einfach was kennenlernen kann. Also wir hatten jetzt so ungefähr 230 Menschen im Stream, die meisten aus Westfalen, aber viele auch darüber hinaus, sodass da schon mal auch ein Informationstransfer natürlich passiert und jetzt gleich am Nachmittag auch noch die Möglichkeit dazu Vernetzung besteht, denn das ist ja immer gut, im persönlichen Kontakt sozusagen zu überlegen, was können wir eigentlich zusammen machen, um da was zu erreichen. Das ist eigentlich vielleicht auch mit dem Verweis auf die Baukultur nochmal das, was eigentlich ansteht, dass man Bündnisse schmiedet, sozusagen, die in die gleiche Richtung gehen, um dann auch Teil davon zu werden und etwas stärker auftreten zu können als jetzt als Denkmalpfleger. Sie sind ja, das hat der Rainer Nagel gesagt hier im Gespräch mit Ihnen, Sie haben ein Gesetz hinter sich, eher mit der Baukultur nicht. Also eigentlich können Sie beide voneinander profitieren. Ja, da bin ich mir mit Ihnen einig, dass das so ist. Oder wir sind uns in der Hinsicht einig, aber die Frage vorher war ja eigentlich eine andere. Helfen Sie mir nochmal. Da ging es darum, dass man eigentlich sich Allianzen schmieden muss, also richtig, mehr zusammenarbeiten. Und das ist ja eigentlich immer das, was wir versuchen mit dem Westfälischen Tag für Denkmalpflege. Da haben wir uns einmal der Moderne 1960 plus gewidmet, aber dann einmal auch dem Thema Kommunikation. Was wollen wir denn tun? Wir wollen ja mal darstellen, was man im Zusammenhang mit Kommunikation zum Thema Denkmalschutz und Denkmalpflege alles machen kann, wie das gehen kann, wie gering möglicherweise der Aufwand ist. Und
Das ist jetzt ja genau die Chance, die sich jetzt hier auch bieten würde. Also wenn jetzt hier eine Kollegin einer unteren Denkmalbehörde zuschaut, dass sie einfach erfährt, da gibt es den Herrn Anzalone in Soest und den könnte ich doch vielleicht mal fragen, ob von dort jemand zu uns kommt als Einsatzort. Ein Beispiel, was jetzt entstehen könnte. Oder wir hören etwas von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz zum Thema Denkmalaktiv. Dann sich selber zu überlegen, in der Kommune, in der ich zuständig bin, da könnte ich doch vielleicht auch mal auf die Schule XY zugehen und mal versuchen, das anzuraten. Das ist eigentlich so die Idee, weil wer immer darauf hofft, dass es die große, große Lösung gibt, ja, die Organisation von oben, ja, top-down, der wird wahrscheinlich am Ende nichts erreichen. Also das, mein Ziel wäre eigentlich eher jetzt erstmal anzuregen von unten rauf, was man alles tun kann. Und da ist, glaube ich, in hohem Maße wichtig und wertvoll, die Akteure, die schon unterwegs sind, zu kennen oder zumindest zu wissen, was andere machen, was man vielleicht leicht auch übertragen könnte auf das eigene Umfeld. Vielen Dank, Frau Schwalm. Vielen Dank, Herr Anzalone. Wie gesagt, beide noch nachher auch noch mal im Netzwerk, also ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Veranstaltung, das persönliche Gespräch dann hinten dran. Wie viel Kapazität haben Sie denn eigentlich als Landeskonservator, sich um sowas zu kümmern? Also Vernetzung, haben wir jetzt gerade beide hier festgestellt, ist was ganz Wichtiges, aber ist wahrscheinlich in Ihrer Stellenbeschreibung jetzt nicht explizit vorgesehen. Also Sie müssen eigentlich hier eine politische Arbeit auch leisten. Wie kommen Sie dazu oder brauchen Sie dafür jemanden? Also zunächst mal haben wir ja glücklicherweise Leute, die jetzt bei uns professionell Vermittlungen betreiben. Zu denen hat ja Frau Schwalm mal gehört. Leider ist jetzt bei der Stadt Münster, aber ich gönne das der Stadt Münster natürlich sehr. Wir haben Stellen dafür, so etwas zu tun. Das ist das Beruhigende, weil das auch schon nicht selbstverständlich ist, dass es dafür Stellen gibt. Das andere ist ja, selbstverständlich gehört für uns, wir machen eigentlich regelmäßig Öffentlichkeitsarbeit bei all dem, was wir da draußen tun, bei dem Zusammentreffen mit dem Denkmaleigentümer hier und vielleicht mit der Oberbürgermeisterin dort. Das ist ja ein ständiges Kommunizieren. Also Kommunizieren ist unser tägliches Geschäft. Und da geht dann im Zusammenhang des, was man sowieso tut, auch eine ganze Menge Zeit hinein. Was tut man jetzt noch explizit? Und da wird es jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Feld der Ausbildung oder Fortbildung schon etwas schwieriger, denn wir haben ja gehört, der Großteil der Menschen, die jetzt hier aktiv sind von uns, um jetzt auszubilden, an der Ausbildung teilzunehmen oder an den Fortbildungen teilzunehmen, macht das freiberuflich nebenher. Und das geht eben auch nicht anders, dienstrechtlich und so weiter und so weiter. Das heißt, Sie kennen das selber, das ist eine Hürde. Die Erwartung ist sehr groß, dass wir da viel tun oder mehr tun. Das andere ist, man macht es in seiner Freizeit. Und deswegen bin ich natürlich glücklich darüber, dass der Kollege Karnow da aktiv ist oder Herr Hanke in Bochum, aber auch andere, die jetzt hier in einem Volksheimstättenwerk sind und anderswo in Instituten unterwegs sind, jetzt also nicht nur im Bereich der Universitäten. Das freut mich sehr, dass sie das tun, weil einfach zeigt, die sind eben auch Begeisterte. Und wenn man jetzt nicht begeistert ist für das Thema Denkmalschutz und Denkmalpflege, dann kriegt man das nicht hin. Aber es ist schon, man muss manchmal die eierlegende Wollmilchsau sein. Und in Zeiten zunehmend gestrichener Stellen ist das auch zunehmend schwierig. Und das ist jetzt diese drohende Abwärtsspirale, um die es da geht. Aber deswegen bin ich ja da bei Herrn Nagel, dem Mutmacher, der gesagt hat, eigentlich machen wir so tolle Sachen im Sinne von Nachhaltigkeit und so. Das muss einfach wieder Konjunktur kriegen. Und ja. Die Schwierigkeit ist natürlich auch, dass Sie auf zwei Ebenen sozusagen arbeiten müssen. Das eine ist die allgemeine Information über die Denkmalpflege und die Bedeutung, also womit Frau Schwalm sich zum Beispiel in den Grundschulen beschäftigt. Und das andere ist, da war jetzt Herr Anzalone gerade einer derjenigen, die berufliche Bildung, also sowohl auf Handwerkerniveau als auch bei den wissenschaftlichen Studiengängen an den Hochschulen. Das sind natürlich eine Menge Ansprechpartner, die man auch nicht alle auf dem gleichen Weg erreichen kann, ne? Also für uns ist das so, dass wir in allererster Linie unsere Fortbildungsveranstaltungen auslegen, anbieten für die Mitglieder der kommunalen Familie. Das heißt, es sind in erster Linie die Kolleginnen und Kollegen bei den unteren Denkmalbehörden, den oberen Denkmalbehörden, aber es sind auch die sagen wir mal, als Freiberufler fest zum System Denkmalpflege dazugehören, aber schon die nicht mehr in allererster Linie. Also ich muss das schon so sagen, wir haben da eine bestimmte Begrenzung. Die hat was mit unseren Kapazitäten zu tun. Dieses Projekt Denkmal Europa oder Europa in Westfalen als Teil dieses größeren Projektes, das war mal die Ausnahme. Was wir regelhaft sonst noch tun, ist eine Denkmalrallye anzubieten, die aber auch ganz stark erwachsen ist aus dem persönlichen Engagement einer Kollegin, die begeistert ist in dieser Hinsicht und man versucht das zu unterstützen.
so gut das eben geht. Aber es hat eben doch so seine Grenzen. Also viele derjenigen, die jetzt hier zuhören, die werden wir wahrscheinlich nicht unmittelbar schulen können, erreichen können. So selbstverständlich aus dem Stellenpotenzial heraus, das wir zur Verfügung haben. Aber einiges ist klar geworden, vielleicht auch, warum es manchmal schwierig ist, Nachwuchs zu gewinnen für die Denkmalpflege. Es scheint so ein bisschen sperrig zu sein, so der öffentliche Dienst, da fragt man sich, ach ja, Volontariat haben wir gehört, Bezahlung ist schwierig und dann muss ich auch noch eine Promotion machen möglicherweise. Ach, und das dann irgendwie im öffentlichen Dienst zu landen, das scheint man nicht so als Karriereweg oder jedenfalls nicht in der Breite wahrzunehmen, sondern da gibt es dann vielleicht auch noch andere Sachen. Das sind natürlich auch Schwierigkeiten, einfach die vielleicht so im Lauf der Zeit liegen. Aber Sie haben es ja gerade auch schon angedeutet, der Lauf der Zeit geht ja auch nicht immer nur in eine Richtung, sondern der wendet sich ja auch mal. Und mit all den Nachhaltigkeitsüberlegungen, die wir jetzt haben, ist ja vielleicht auch ein bisschen Hoffnung da, dass in einem Verbund dann mit generellen baukulturellen Aspekten die Denkmalpflege und ja auch die Ideen, die daraus kommen, das ist ja nicht so, dass Sie hier nur unter Schutz stellen und sagen, du darfst das nicht, sondern Sie zeigen ja auch Wege auf, wie man damit produktiv umgehen kann. Und das ist für so eine Gesellschaft ja sehr, sehr wichtig. Ja, und das zeigt sich eigentlich auch in den Zustimmungswerten, die es ja gibt, wenn man denn sich Umfragen anschaut. Also ich glaube, diese generelle Anerkennung in der Gesellschaft für das Thema Denkmalpflege, die ist, glaube ich, eigentlich schon eine ganz gute. Aber das eine ist, Denkmalpflege gut zu finden, Sie sagten es jetzt eben schon mal, und das, was jetzt möglicherweise daraus erwächst und vielleicht auch in dem System Denkmalpflege als amtlicher Denkmalpfleger zu arbeiten. Auch da glaube ich aber wieder, dass diese Lehraufträge von hoher Relevanz sind. Für mich war das so, als in Köln Studierender und eben doch Leute aus dem Berufsleben dort kennenzulernen, unter anderem aus der Denkmalpflege vom Rheinischen Amt, aber auch aus Galerien oder anderen Bereichen, um überhaupt mal eine Vorstellung davon zu gewinnen und dann sagen zu können, das ist etwas, das ich aber spannend finde. Das mag zwar sein, dass ich da jetzt irgendwie am Ende Beamter bin, was ja aber per se nichts Schreckliches ist, sondern ganz im Gegenteil, es bleibt ja ein wunderschönes Berufsfeld. Und um jetzt wieder auf Herrn Nagel zurückzukommen, man hat natürlich den Vorteil, dass man das macht hauptamtlich und nicht in der Hoffnung, dass andere einen unterstützen bei dem, was man da ehrenamtlich auf den Weg bringt. War jetzt noch mal ein Plädoyer dafür, in den Staatsdienst einzutreten, sozusagen als Denkmalpflegerin oder Denkmalpfleger. Sie können es empfehlen. Ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Das sage ich jetzt auch noch mal in die Kamera ganz dringlich. Ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Bin immer noch der festen Überzeugung, dass Denkmalpfleger zu sein einer der schönsten Jobs ist, die man sich vorstellen kann. Überhaupt keine Frage. Ein nicht abgesprochenes, aber dennoch sehr schönes Fazit. Vielen Dank dafür, Herr Mertens. Ja. Das war jetzt eine ganze Menge Input den Tag über und wir haben ja auch keine Pausen gemacht, wie ich ehrlicherweise nochmal an dieser Stelle sagen muss, weil die Vorträge natürlich auch manchmal ein bisschen länger gedauert haben, aber die waren ja trotzdem interessant und ich hoffe auf Ihr Verständnis dazu. Ich habe gerade extra mal geguckt, ob es viele gab, die aus dem Stream ausgestiegen sind, die gab es nicht. Also es war konstant die ganze Zeit über. Vielen Dank für die Geduld, die Sie alle aufgebracht haben. Und für die Anstrengung, die natürlich das Verfolgen einer solchen Veranstaltung im digitalen Raum immer darstellt, für uns alle darstellt, werden wir uns, glaube ich, auch nicht langfristig dran gewöhnen. Wird immer eine gute Alternative bleiben, wenn man nicht selber hinreisen kann, wenn sowas dann übertragen wird. Aber wir freuen uns natürlich auch alle da auf den nächsten Denkmalpflegetag, der dann wahrscheinlich wieder im persönlichen Kontakt stattfinden wird. So wollen wir doch alle hoffen. Also vielen Dank nochmal an Sie, die Sie zugeschaut haben, sich auch beteiligt haben, hier nachgefragt haben, mitdiskutiert haben auf diesem Weg der Frage und der Antwort. Vielen Dank natürlich auch an die Referentinnen und Referenten. Jetzt machen wir eine Pause, die gönne ich Ihnen jetzt tatsächlich wirklich von 39 Minuten immerhin. Das reicht vielleicht, Herr Mertens kommt gleich natürlich auch noch dran, das reicht vielleicht, um einen Imbiss zu sich zu nehmen. Und um 13.30 Uhr gibt es dann hier eben die Möglichkeit zum Netzwerken in den 11 Räumen. Da treffen Sie auch unsere Referentinnen und Referenten wieder. Darüber hinaus gibt es aber dann auch noch weitere Angebote. Finden Sie alle unter dem Stream hier unten, wenn Sie da runter scrollen, Seminare für Denkmalpflegerinnen und Denkmalpfleger. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ist natürlich auch wieder dabei. E-Learning-Angebote und die Veranstaltung des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe mit Frau Schwalm und Herrn Karnau. Girls and Boys Days und den Kulturgüterschutz und die Umweltschutzbildung bei der Deutschen Stiftung Umweltschutz. Die ist auch dabei. Also die Buttons unterhalb dieses Streams, da kommen Sie um 13.30 Uhr in die entsprechenden Räume und dann gibt es nach der Einführung, die alle Referentinnen und Referenten um 13.30 Uhr dort machen, um 14 Uhr nochmal so eine Einführung. Das heißt, Sie können zwischen den Räumen dann auch wechseln und mehrere besuchen. Und das Schlusswort
Das gehört natürlich Herrn Mertens. Sie wirken schon so, als wenn Sie sich schon endgültig uns verabschieden wollten. Nein, also zunächst mal natürlich auch mein herzlicher Dank in allererster Linie an Sie jetzt zunächst mal. Sie haben uns ja souverän durch die Veranstaltung geführt und das Zeitmanagement perfekt im Auge gehabt und uns da, wo vielleicht das kriegen Sie ja so nicht so mit, das Konzept mal drohte, etwas an den Rand zu kommen. Sie haben uns um die Klippen herum manövriert, also von daher herzlichen Dank. Erstmal an Sie, dann gibt es zunächst mal noch ein paar technische Hinweise. Das eine ist, es geht noch um diese Teilnahmebescheinigung der Architektenkammer. Ich ahne, dass das eingeblendet wird gerade und dass das alle sehen können. Wenn nicht, jedenfalls, wer diese eine solche angefordert hat, der kriegt die dann zugeschickt, wenn er dann lang genug zugehört und zugeschaut hat. Dann möchte ich Sie auf unseren Amtsnewsletter ausdrücklich hinweisen. Weitere Hinweise finden Sie dann auf unserer Homepage. Wer da Interesse hat, regelmäßig informiert zu werden, der kann auf diese Art und Weise in den Genuss dieser Informationen kommen. Und dann freue ich mich darauf, Sie in den digitalen Räumen vielleicht gleich noch zu sehen. Ich werde auch meinerseits versuchen, von meinem Schreibtisch aus mich da nochmal einzuklinken, das vielleicht auch als kleine Vorwarnung für diejenigen, die dort als Referentinnen und Referenten sind. Also ich gucke mal vorbei, so gut ich kann, in den Räumen. Und dann runde ich den Dank nochmal ab. Herr Wiesler, Ihnen habe ich schon gedankt. Natürlich noch den Dank an alle Akteure, die wir dabei hatten, die Vortragenden, die in den einzelnen Räumen jetzt Seienden, an die Kolleginnen und Kollegen aus dem Amt, aber natürlich jetzt auch an die Kolleginnen der Firma, die uns jetzt hier gerade unterstützt, die uns hier filmt, denn das war jetzt schon sehr exklusiv und technisch ganz wunderbar. Also mein allerherzlicher Dank für den technischen Support auch an dieser Stelle. Dürfen wir da jetzt eigentlich mal sagen, wer das ist? Dürfen wir, ne? Ich glaube schon. Das ist jetzt Manmix heißen Sie, genau, ne? Ja, genau, Manmix. Also die Firma Manmix macht das großartig. Herzlichen Dank dafür und in diesem Sinne vielleicht bis später und eine schöne Pause.